Ja, hallo. Fangen wir gleich mit der ersten Aufgabe an. Die Dreiecksfläche soll nach der Höhe umgestellt werden. Normalerweise steht im Tafelwerk, Dreiecksfläche ist ein halb Grundseite mal Höhe. In unserem Beispiel ist das die Seite C und die Höhe. Wenn ich die Höhe suche, steht sie auf der falschen Seite. Also erstmal Seiten vertauschen. Dann der Trick mit der 2. 2 mal 1 halb, c mal h, ist 2 mal Dreiecksfläche. Die 2 und das 1 halb hebt sich gegenseitig auf, also habe ich jetzt nur noch c mal h zu stehen. Wenn ich durch c teile, komme ich auf h, ist 2 mal Dreiecksfläche geteilt durch c. Und jetzt aufpassen, diesmal ist die Höhe bekannt, 8 cm. Die Dreiecksfläche soll 30 Quadratzentimeter bringen und gesucht ist die Seite C. Formel hinstellen und Seiten vertauschen. Der Trick mit der 2, links C mal H, rechts 2 mal Dreiecksfläche. Diesmal stört die Höhe, C ist jetzt links alleine und rechts steht 2 mal Dreiecksfläche durch Höhe. Das können wir jetzt als Formel einsetzen. Okay, Zahlenwerte rein und ich komme auf einen Wert von c 7,5 Zentimeter. Quadratzentimeter gegen Zentimeter gekürzt bleibt Zentimeter übrig. Jetzt eine mehrschrittige Aufgabe, aber diesmal noch schön portionsweise. Erster Teil, also die Umfangformel umstellen nach der Seite B. So, jetzt habe ich a plus b ist Umfang halbe, a weggenommen, u halbe minus a ist jetzt die Formel für das b. Und jetzt kann ich damit rechnen. Gegeben ist der Umfang. Gegeben ist die Seite A und gesucht ist B. Meine Formel habe ich gerade zusammengebastelt, u halbe minus a. Einsetzen. Ja, und das kriegen wir hin. 70 halbe, 35 minus 12, 23 Zentimeter. Seite A war oben gegeben. Seite B habe ich mir gerade eben ausgerechnet. Und dann ist natürlich der Flächeninhalt von dem Rechteck auch keine Hürde mehr. So, jetzt gibt's was Gemeines. Wurzeln haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber gehen wir schon häppchenweise los. Wir haben einen Radius von 5 cm und fragen nach der Fläche. Die Formel für die Fläche, Pi mal R Quadrat, und das geht schon. R Quadrat bedeutet 5 ins Quadrat und Zentimeter ins Quadrat. Ja, Taschenrechner sagt 78,5 und die Maßeinheit Quadratzentimeter. Das war jetzt Teil 1 und jetzt kommt die Gemeinheit. Gegeben ist also eine Fläche, nämlich die von dem Kreis, und gesucht ist die Seitenlänge eines Quadrats mit gleicher Fläche. Ja, wie stelle ich jetzt die Formel nach a um? Seiten vertauschen und dann muss ich auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Wurzel aus Seite a zum Quadrat. Und auf der anderen Seite Wurzel aus dem Flächeninhalt. Wurzel aus a Quadrat ist einfach die Seite a und rechts bleibt Wurzel aus a stehen. Also, Seite a ist Wurzel aus Flächeninhalt. Na dann, machen wir los. Einsetzen. Seite a ist also Wurzel aus 78,5 Quadratzentimeter und das kann ich ohne Taschenrechner nicht mehr machen. Da kommt jetzt 8,86
Und die Wurzel aus Quadratzentimeter ist wieder Zentimeter als Maßeinheit. Bei der Nummer 7, also nur die letzte Aufgabe. Wir haben einen Flächeninhalt, eine Oberfläche von 400 Quadratzentimetern in 7b rausbekommen, eine Oberfläche von 608 Quadratzentimetern in 7c. Und jetzt soll verglichen werden. Also die 400 Quadratzentimeter Oberfläche sind 100%, 608 Quadratzentimeter sind wie viel? Na, das können wir noch. Prozentaufgabe. Und Quadratzentimeter kürzen sich raus, Prozente bleiben übrig und der Zahlenwert 152%. Aufpassen, in den Antwortsatz gehört um 52% erhöht sich die Oberfläche.